wollen uns heute mit einem Phänomen beschäftigen, das jeder aus dem Alltag kennt. Nehmen wir an, wir haben Piratenkiwi und dahinter ist eine Wand. Und vorne wird Piratenkiwi mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Dann entstehen hinten die Umrisse von Piratenkiwi an der Wand. Und je nachdem, ob sich Piratenkiwi zur Lichtquelle hinbewegt oder wegbewegt, wird eben der Schatten größer oder kleiner. Und dieses Phänomen nennt man in der Mathematik zentrische Streckung. Und das wollen wir uns genau ansehen. Man kann nämlich jetzt mit dem Abstand vom Piratenkiwi zur Lampe und zur Wand wie auch die Höhe des Schattens vom Piratenkiwi bestimmen. Dazu ist es in der Mathematik so, dass die Lichtquelle das Streckungszentrum Z ist. Dann habe ich eben einen Beispielspunkt mal diesen Fuß, den Punkt auf Kiwi und eben den Punkt an der Wand. Und dadurch kann ich eine zentrische Streckung bestimmen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir beginnen einfach mal mit der Abbildungsvorschrift. Also ich habe ein Streckungszentrum Z und einen Punkt, wie wir ja gesehen haben, zum Beispiel den Fuß P bei Kiwi. Und ich bilde diesen Punkt von Z auf den Punkt P' ab. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Bezeichnungen ansehen, ist Z das Streckungszentrum und ich habe noch einen Wert K, den ich noch nicht bestimmt habe und den nennt man Streckungsfaktor. Was hat es bei diesem Beispiel damit auf sich? Wenn wir uns die Abbildungsvorschrift ansehen, wird eben der Punkt P auf dem Bild Punkt P' abgebildet am Streckungszentrum Z mit K gleich 1,5. Was heißt das? Diese blaue Strecke von Z zu P' ist genau 1,5 mal so lang wie die orange Strecke von Z zu P. Wenn also die orange Strecke 4 cm lang wäre, müsste ich rechnen für die blaue Strecke 4 mal 1,5 und das wären dann 6 cm. Und genau das ist die Abbildungsvorschrift. Man muss zuvor wissen, dass die Urpunkte, also der Punkt P und der Punkt P' sowie auch das Streckungszentrum Z immer auf einer Geraden liegen. Und dann kann man eben mit dieser Formel die Länge der Strecke Z' ist Betrag von K mal die Länge der Strecke Zp die Längen bestimmen. Warum Betrag von K? Betrag von K heißt ja, dass K immer positiv sein muss. Ganz einfach, es gibt in der Mathematik auch so, dass der Streckungsfaktor negativ sein kann. Aber es gibt keine negativen Streckenlängen. Wenn ich also jetzt einen K von minus 1,5 hätte und die Strecke wäre 4, dann würde ja minus 1,5 mal 4 minus 6 herauskommen. Das kann ja nicht sein, weil keine Strecke negativ sein kann. Was passiert, wenn der K negativ ist, werden wir uns gleich ansehen. Also Betrag heißt immer positiv, weil es eben keine negativen Streckenlängen gibt. Jetzt schauen wir uns das einmal genauer an. Angenommen, ich habe ein K, das größer als 0 ist, zum Beispiel einen K von 3,5 und ich habe eine Strecke ZP, die ist 1 cm lang und ich will jetzt den Bildpunkt P bestimmen. Jetzt weiß ich, Z, P und P' liegen auf einer Geraden und eben der ZP ist 1, der ZP' ist 3,5 mal so lang, also 3,5 mal 1, also eben 3,5 cm. Okay. Was passiert jetzt, wenn der K kleiner 0 ist? Zum Beispiel minus 3,5. Ich habe wieder meine Strecke ZP und hier muss ich jetzt auch rechnen, ZP' ist gleich Betrag, also 3,5 mal 1. Wären wir also auch wieder bei 3,5. Allerdings ändert sich jetzt etwas. Hier war der P und der P' auf den gleichen Seiten und wenn der K negativ ist, sind der Z und der P' auf gegenüberliegenden Seiten von Z. Also habe ich eben hier jetzt meine Streckenlänge von eben 3,5. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, passiert relativ häufig, nicht die Streckenlänge PP' ist 1, ist 3,5, sondern zum Z zu P' ist 1,5. Also hier liegen P und P' eben auf derselben Seite von Z und hier liegen P und P' auf verschiedenen Seiten von Z. Machen wir noch ein kurzes Beispiel dazu. Also bilde die Strecke AB mit dem Streckungszentrum Z einmal mit K1 gleich 2 und K2 gleich minus 1,5 auf die Strecken A'B' und A'B' ab. Dazu habe ich jetzt einfach einmal festgelegt, das ist mein Streckungszentrum und das ist meine Strecke AB.
Was mache ich jetzt? Ich muss also die Strecke von Z zu A messen. Die ist 4 cm lang. Und wenn ich jetzt den K1 nehme für 2, ist eben 2 mal 4 die Strecke hier eben dann 8 cm lang. Und ich kann meinen A' einzeichnen. Machen wir dasselbe gleich mit K gleich minus 1,5, ist diese Strecke 4 cm lang. Jetzt muss ich auf die andere Seite, negativer Streckungsfaktor, und mal 1,5 rechnen. 4 mal 1,5 ist 6. Also wäre ich hier drüben bei einem Punkt A Doppelstrich. Dasselbe muss ich natürlich bei B auch machen. Die ist 3 cm lang. Bei K gleich 2 wäre also diese auf derselben Seite 6 cm lang. Ich habe hier meinen B'. Und eben mit K gleich minus 1,5 auf die verschiedenen Seiten. Und dann eben 4,5 cm lang und ich habe meinen B-Doppelstrich. Jetzt kann ich noch verbinden. Hier habe ich jetzt eine Strecke A'B' und hier habe ich meine Strecke A'B' und ich habe meine zentrische Streckung durchgeführt. So, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht und bis zum nächsten Video.